Erstmal Situation imminent. Da sind wir wieder bei der Real Estate Bubble. Und wir haben ein Dilemma. Genmanipuliertes, genetisch verändertes Lebensmittelvorschlag. Eine Anzahl von großen Agrarkonzernen ist daran interessiert, ihre genetisch modifizierten Lebensmittel in unserem Boden auszubringen. Diese Diskussion hatten wir auch schon mal. Also die Dilemma wiederholen sich alle. Das ist so meine Argumentation an der Stelle war, hier ban the sale of GM Foods. Nicht, weil ich gegen genmanipulierte Sachen sind. Das kann man, wenn man es kleinteilig einsetzt. Gerade mit der CRISPR-Technologie sind da ganz tolle Sachen möglich. Mit einer kleinen Hochschule vor Ort, die mit lokalen Bauern zusammenarbeitet. Die Änderungen machen unter kontrollierten Bedingungen, da kann man tolle Sachen für machen. Warum ich hier dagegen bin, ist das einzige hier oben Large Agricultural Companies. Weil das zu Monopolen führt, wie wir sie bereits haben. Und genau deswegen, aus dem Grund bin ich ganz bei dir. Super. Das freut mich. Ich bin kein Gegner von GMO, also Gene Manipulated Organisms, sondern dass das in Verbindung mit großen Konzernen steht. Das kann man toll auf kleiner Ebene, aber ich habe ja oft genug gesagt. Hier, Kapitalisten. Landwirte interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die Kapitalisten finden es doof. Ist ein wichtiger Indikator, was das angeht. So, jetzt machen wir noch was die Kapitalisten wahrscheinlich doof finden werden. 42. Wir eine CO2-Steuer wird eingeführt. Popularität ist nicht groß, aber das führt dazu, dass wir unseren Haushalt. So, Einkommen ist sehr gering. Millionen. Das ist weniger als in den Vorgängerversionen. Also da waren wir ja im Billionen, im Milliardenbereich. Ja. What? Wieso hat dann das gemacht? Das weiß ich nicht. Ja, bei dem wenigen Geld und bei der geringen Zustimmungsquote frage ich mich, ob das wir da nicht andere Sachen machen. Das heißt, müssen wir sie reduzieren? Gehen wir mal so auf 100? Also sanieren tut uns das tatsächlich überhaupt nicht. Gar nicht, da geht ja jetzt gerade ein ganzer Plan flöten. Ja. Verrückt. Na gut, manche Sachen wirken dann halt anders. Immerhin bleibt das Spiel so spannend auch für uns. Aber machen wir so oder soll ich sie noch weiter runtersetzen? Ach nee, das kannst du auch so lassen. Alles klar. Dann lass uns doch mal die anderen Steuern gucken. Vielleicht gibt es uns ja die Kryptowährungssteuer mehr. Ja, aber dann nehmen wir die drei mit rüber. Und ich mache jetzt noch mal nächste Runde. Und oh. Ein regionaler Krieg. Ein Krieg in einem benachbarten Land ist ausgebrochen, das zu Spannungen entlang unserer Grenze führt. Österreich? wir sehen Flüchtlinge, die... Unser Handel. Also unser Land. Unser Handel, Wirtschaftsbeziehungen mit dem Land ein bisschen runterleiden. Ja, und dass, dass dieser so ein naher Konflikt dazu führt, dass die Stabilität unserer eigenen Nation in Gefahr ist. Ja, Immigration steigt stark an, Patrioten-Membership geht hoch, Business-Confidence geht runter und Stabilität geht runter. Naja, wir spielen schon auf schwer, würde ich sagen, ne? Also, genau. Und was, Kriege hatten wir bisher noch nicht. Ja. Unsere Umfragewerte ändert sich nichts, aber die Nichtwähler waren halt krass.
So, Gig Economy am Absinken, ein klein wenig, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ungefähr gleich geblieben. Die Fettleibigkeit wieder auf dem Abwärtstrend. Die Asthma-Epidemie sinkt, aber nicht sehr doll. Internetkriminalität sinkt, weil die organisiertes Verbrechen ist vorbei. Da hat es einen Knick gegeben. Krass. Defizit 96. Die Weltwirtschaft ist weiter im Fallen. Unser GDP, Bruttoinlandsprodukt, ist relativ stabil geblieben im Vergleich zur Weltwirtschaft. Obwohl unser Credit Rating jetzt schon wieder zweimal downgegradet wurde. Also eigentlich stehen wir sehr gut da. Ich denke auch, wenn die Weltwirtschaft, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, wieder so ein Stück nach oben geht, könnte es helfen, das mit diesem Konflikt im Nachbarland, da bin ich gespannt, wie sich das auswirkt, weil das einfach auch neu ist. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Steuern gucken. Was ist denn hier mit dieser CO2-Steuer los? Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, getroffen. Ja, mich auch. Also würde es kaum was bringen. Ja. Na, dann gucken wir doch mal, was wir noch, was haben wir hier? Flugbenzin steuern? Ja. Also diese, die Fluggeschichten, da könnten wir noch mal rangehen. Ja, locker hier. Also da muss ja, also ganz im Ernst, bei der CO2-Steuer für das riesige politische Kapital, da muss er irgendwo einen Fehler gemacht haben. Also da muss es einen Komma-Fehler geben. Ja. Das müssen wir jetzt einfach so akzeptieren. Wir können jetzt hier einfach mal Flugbenzin teurer machen. Also und außerdem besteuern wir nicht, also es geht ja nicht nur ums Flugbenzin, oder? Sondern wir besteuern gleich die komplette Airline. Hier ist Der Text sagt, Airline Fuel has generally not been subject to taxation. Also es geht hier schon größtenteils um das Flugbenzin, so wie ich den Text verstehe. Ist ein bisschen irreführend ausgedrückt. Ja, aber das finde ich doch hier ganz gut. Und die mittleren Einkommen werden nicht so krass belastet. Kapitalisten werden nicht so stark abgeschreckt. Also da könnten wir durchaus auch ein bisschen höher gehen. Beim Tourismus ist jetzt die Frage, wie sehr es uns stört, dass da jetzt nicht so viele Leute sind. Ja, der Tourismus, der durch Flugreisen zustande kommt, ist der schlechte Tourismus. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, wir haben ja auch ein aufgebautes Bahnnetz. Richtig. So oder noch höher? Werden. Aber ich finde es schön, dass wir was gefunden haben, wo wir mal Geld bekommen. Ja. Also wir können es auch gerne noch ein Stück höher machen, aber es reicht auch. Also das wäre jetzt hier genau an der Grenze, wo wir nur 8 ausgeben. Und darüber kostet alles 15 politischen Einfluss. Ja, dann genau an die Grenze der 8 und alles ist schön. Ja. Okay. Haben wir Flugbenzin besteuert. Wir hatten Vielfliegersteuer schon eingeführt. Oh, die ist auch hoch. Die hat auch einen Impact auf. Da würde ich jetzt gar nicht noch weiter dran gehen. Was ist das hier? Die Kapitalertragssteuer. Sagen wir es mal so: Von der Kapitalertragssteuer, da gibt es doch auch Freigrenzen, oder? Ja. Bei dem zu versteuernden Kapital. Also ist es wieder eine Frage der Ausgestaltung. Und ich könnte mir gut vorstellen, hier noch ein bisschen höher zu. Wenn wir mal hier in dieser Blase hier bleiben. 3,5. Fast eine Milliarde mehr für 2 politisches Kapital. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil die Auswirkungen sind jetzt nicht so krass in den einzelnen Bereichen. Nee, stimmt. Da würde ich fast sagen, wir könnten sogar. Ach nee. Ich finde es eigentlich ganz gut, da hier so eine Feinabstimmung vorzunehmen auf 2. Mhm. Und dann, wir haben noch 14 über. Ich würde jetzt, weil wir zweimal davor gewarnt wurden, Real Estate angucken, beziehungsweise hier Private Housing.
Und da würde ich doch mal in unsere Rent Controls reingehen. Da sind wir nämlich niedrig. Wir sollten vielleicht also den privaten Vermietungsmarkt zu regulieren. Da sind wir niedrig. Wir sollten etwas tun. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir hier den Regler hochsetzen. Kapitalist und Private Housing geht runter. Macht jetzt nicht so viel eigentlich, ne? Also an Private Housing mach. Ich bin jetzt überrascht, wie das sich auswirkt. Da ist auch immer für mich immer wieder die Frage, wie man es als Staat es schafft, ein System zu entwickeln, das so dynamisch ist, dass man nicht alle halbe Jahre daran muss. Ja. Wie kommen wir denn noch an das Private Housing ran? Wir haben noch in dem Bereich Immobilien diese Zweitwohnsitzsteuergeschichte. Stimmt. Glaube ich. Das war bei Tax. Dann haben wir die schon eingeführt, vielleicht auch. Guter Punkt. Zweitwohnsitz wird bei Steuern sein. Property Tax ist das. Da. Empty Homes Tax. Ob wir die noch mal ein Stück erhöhen? Bis zur Kante, aber ich weiß nicht, wie sehr die sich tatsächlich auf unsere Probleme jetzt auswirken. Ja, glaube ich nämlich auch nicht so recht. Da würde ich vielleicht halt mal bei Taxation schau mal an. Das ist ja auch interessant. Also, State Housing heißt, dass der Staat baut und Wohnungen anbietet zu einer reduzierten Rate für die, die sich nicht leisten können, den aktuellen Preis am Markt zu bezahlen. Das kann sehr teuer sein von der Geldseite her, es kann aber auch super hilfreich sein für die Gleichheit in einem Land. Potential Cost 0 bis 8 Milliarden. Auch wirklich eine Frage der Ausgestaltung. Also wenn man beispielsweise in Deutschland dieses Genossenschaftssystem hat, dann hast du auf der einen Seite die staatliche Unterstützung für den sozialen Wohnungsbau und auf der anderen Seite aber trotzdem so ein unternehmerisches Denken dahinter. Also so eine interessante Mischung und wiederum die Mieter ja selber anteilseigner an der Genossenschaft. Ja, aber ich würde jetzt tatsächlich, auch wenn das viel kostet, wir können es einführen und auf einem niedrigen Level und das immer noch hochziehen, wenn wir ein größeres Problem bekommen. Aber ich glaube, wir wurden zweimal vor der Real Estate Bubble gewarnt. Wir brauchen diesen Hebel, würde ich jetzt pauschal sagen. Finde ich gut und es ist auch mal was auf dem mittleren Einkommen ist. Okay. Private Housing geht damit drunter. Poor Earnings geht hoch. Middle Earnings hilft tatsächlich. Ja, Kapitalisten find's doof. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hierhin. Ja, das finde ich gut. 1,3 Milliarden Ausgaben. So ein leichtes Dingsi-Bumsi. So, und ich sehe gerade, der Horsti hat Kanalpunkte ausgegeben. Also bevor wir zur nächsten Runde kommen, möchte ich den Wissensdurst im Chat stillen. Es wurde sich Physik gewünscht und dem möchte ich auch sehr gerne folgen. Und ich habe ein Experiment vorbereitet. So. So. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Hier oben steht ein Glas. Ja, hier. Da. Und ich nehme noch ein bisschen zurück, ein Glas vor einem Stück Papier, auf das ich Pfeile gemalt habe. Ich glaube, man kann es jetzt gut sehen. Und dieses Glas ist ein ganz handelsübliches Glas. Und was ich jetzt tue, es geht wieder um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um
um den Brechungsindex. Man kann hoffentlich die Pfeile im Hintergrund auf dem Blatt Papier sehen. Und wenn ich jetzt Wasser in dieses Glas einschütte, drehen sich die Pfeile in die andere Richtung. Und ich kann auch noch mal mit dem Fokuspunkt etwas arbeiten. So. Finde ich immer wieder ein krasses, schönes, abgefahrenes Experiment. Einfach, was ich hier getan habe, ist, ne, also die Pfeile, ich habe nicht dran geschummelt, ich habe einfach nur in das Glas Wasser hinein getan. Und wenn es leer ist, dann bricht das Glas, weil es so dünn ist, das Licht überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich Wasser eingefüllt, das hat einen Brechungsindex von 1,333. Und das sorgt dafür, dass dieses Glas, weil es so schön rund geformt ist, wie eine Linse funktioniert und durch dieses Glas hindurch wird plötzlich die Richtung geändert. Und jetzt kann ich das auch nochmal visualisieren mit einem Laser. So, hier muss die Kamera ein Stück weiter wegstellen, damit das auch sichtbar ist. Hier habe ich einen Laser, der ist sehr, sehr hell. Ich habe leider keinen Laser, der irgendwie etwas schwächer ist. Ich strahle ihn jetzt mal von hier. Ich bewege den Laser durch das Glas und man sieht hoffentlich hinten, dass der Punkt, also ich bewege den Laser jetzt nach links und der Punkt wandert nach rechts und andersrum. Man kann hoffentlich vorne, deswegen habe ich so einen starken Laser gewählt, kann vorne hoffentlich sehen, dass tatsächlich der Laser eine Spur im Wasser hinterlässt. Man kann dann hoffentlich sehen, wie sich der Laser tatsächlich bewegt. Wenn ich das einfach in Luft mache, dann bewegt er sich. Wenn ich nach links bewege, bewegt er sich nach links. Wenn ich Wasser dazwischen habe, ist die Richtung genau umgekehrt. Und das ist halt dieser Linseneffekt, der dadurch zustande kommt, dass ich jetzt plötzlich ein Medium eingeführt habe, was einen anderen Brechungsindex hat. Und das dreht halt auch die Richtung der Pfeile um. Etwas, was man großartig machen kann, wenn man diesen starken Laser weglässt, einfach nur mit Wassergläsern, die schön rund sind, auf Kindergeburtstagen großartig. Und ich finde es auch immer wieder verblüffend, dass man einfach durch Einschenken von Wasser Richtungen von Pfeilen umdrehen kann. Da. Kleines lustiges Physikexperiment. So. Das müsste wieder die richtige Kameraeinstellung sein. So, das war Physik. Tja, und jetzt nächste Runde. Romy, bist du zu hören? Ich habe immer Angst. Das. Ja. Weiß nicht, müsst ihr mir sagen. Sehr gut. Ich freue mich übrigens, das Experiment mir danach nochmal anzugucken. Entweder, ich weiß gar nicht, ob du es in den YouTube-Videos drin lässt. Da bin ja. Ich lasse es in den YouTube-Videos drin. Das ist ja hier das ganz normale Leben, was wir hier abbilden. Und da die YouTube-Videos sind auch immer ein bisschen länger, da lasse ich das einfach drin. So, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an, denn die Hexerei und den Lerneffekt will ich auch gerne nochmal sehen. Ja, okay. Dann nächste Runde. Wir haben ein Dilemma und diesmal geht es um Streubombenverbote. Eine Ingenieursfirma aus unserem Land hat einen großen Vertrag gewonnen, einen großen Auftrag gewonnen und soll Streubomben für fremde Länder herstellen. Im Moment haben wir kein spezifisches Gesetz, dass dieser Firma verbietet, so etwas herzustellen. Eine große Debatte ist darüber entbrannt, ob wir es nicht verbieten sollen, innerhalb unserer Grenzen solche Streubomben herzustellen. Besonders weil Streubomben eigentlich nach dem Völkerrecht verboten sind, korrekt? Ich glaube. Aber ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Mir ist auch so, als gäbe es was, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf diese Form der Bomben zutrifft. Also ich weiß, dass es Sachen gibt, die verboten sind, aber inwieweit das dazugehört, weiß ich nicht.
Ja, genau. Diese ganzen Verbote, die nach Völkerrecht gehen, das ist ja alles so ein bisschen krude. Es ist eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber da ist es tatsächlich so, dass der Einsatz verboten ist, aber nicht der Besitz oder das Bereithalten oder das. Ne, also nur wenn du sie abwirfst, verstößt du gegen Völkerrecht. Nicht, wenn du sie hast oder regelmäßig deine Flugzeuge damit ausstattest. Was so ein bisschen, widersinnig ist. Ne, also. Genau, bei einigen Chemiewaffen ist halt auch nur der Einsatz verboten, aber das Besitzen ist okay. Ja, und dann gibt es ja auch Staaten, in die man exportiert und Staaten, in die man eben nicht exportieren darf, wenn sich dann daran alle halten. Und dann ist aber auch die Frage, wer gehört zu den Ländern oder in welche der Staaten exportiert man warum? Mhm. Oder eben auch, warum nicht? Also wie macht man das, keine Ahnung, bei einem NATO-Partner, der gerade in den Krieg verwickelt ist? Lässt man das jetzt oder lässt man es nicht? Das sind dann schon wieder internationale Fragen. Ja. Oh. Ich wäre übrigens für Verbot. Ja, ich auch. Dann machen wir das doch mal. Liberalen freuen sich, das GDP geht minus 1%. Die Patrioten finden es nicht gut. Ist mir in diesem Fall voll egal. So. Kurz Probleme, wo stehen wir? Gig Economy flacht ab. Die nicht kompetitive Wirtschaft ist auch auf einem Level. Die Fettleibigkeit sinkt weiter. Das freut mich sehr, das zu sehen. Die Asthma-Epidemie genauso. Und die Internetkriminalität ist auch auf einem ganz, ganz langsamen und leichten Abwärtstrend. Ja, unser Defizit ist wieder gestiegen. Was wohl auch mit der sinkenden Weltwirtschaft zusammenhält, obwohl unser Bruttoinlandsprodukt relativ stabil ist. Absolut. Ja, das mit der CO2-Steuer hat uns tief, tief getroffen. Ja, ich habe das auch ehrlich gesagt immer noch nicht verarbeitet in den letzten 20 Minuten oder 10 Minuten, weil wir natürlich auch das Problem haben, dass das Argument für die schwarze Null ist ja vorrangig, dass man sagt, man haushaltet so, dass es dann wiederum kostengünstiger wird, auf dem internationalen Kapitalmarkt an Geld zu kommen und dass es dann nicht so viel kostet, diese Kredite zurückzunehmen, wenn man sie wirklich mal braucht. Mhm. Und das merken wir halt jetzt auch, unsere Zinsen sind einfach verdammt hoch. Und das ist halt jedes Jahr wieder eine Mehrausgabe. Ja. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.